Gesichter, also mir zumindest bekannt. Ja. Also muss es sich herumgesprochen haben, dass wir wieder auf der Bühne stehen nach 7 Monaten. Wir fangen mal wieder ganz klein an. Es ist wunderbar, dass wir die offenen Bühnen ein bisschen bespielen. Fangen wir in Bellheim an. Irgendwann im Herbst sind wir, glaube ich, in Jockeln. Bevor wir dann am 1. Dezember wieder was Großes starten. Aber da erzähle ich noch später was dazu. Was wir machen werden, ich glaube, wir waren vor ungefähr 3,5 Jahren das letzte Mal da. Circa. Damals haben wir auch viele Covers gespielt und heute spielen wir mal so was Eigenes noch. Also 2 eigene Stücke sollten heute folgen. Das spielen wir jetzt als nächstes, nämlich Fluss ins Herz. Das habe ich mal geschrieben, als ich mal von ein paar zu viel Auftritten irgendwann nach Dresden gefahren bin, um mal einen Gang rauszumachen und auf dem Hotelzimmer mal Langeweile hat irgendwann. Oder irgendwann ist das auch wieder langweilig ohne Musik. Dann schreibt man irgendwann einen Song und das nennt sich, der nennt sich Fluss ins Herz. Hat den Hintergrund, dass ich mich gefragt habe, was fühlen die Leute, die irgendwo in bestimmten Regionen wohnen, was ist für die Leute wichtig, was bringt denen Glück? Ja, das ist in Bayern die Berge, in Germersheim der Rhein, in Dresden die Elbe. Also der hat was mit Fluss zu tun zumindest und da kommen die Gefühle dann zusammen. Fluss ins Herz. Okay. Ich fange so an, ne? Konzept für alle anderen, was du tust.
dich zum Dad.
Yeah.
Wir hatten die Ehre vor, war das? Oh, fast schon ein Jahr zurück, glaube ich. Ja, ich glaube, letztes Jahr im Mai haben wir wieder die Ehre gehabt, mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Bach zusammen zu spielen, Björn Zöller, der in Karlsruhe wohnt. Der kommt öfter vorbei und spielt mit uns mal. Und haben ihn gefragt, wir müssen mal Nummer spielen von dir, die du mal früher in den Jahren gespielt hast, so 60er, 70er Jahre, bei den Bands, wo du gespielt hast. Und er hat gesagt, ah, da war ja der Supermax, also das war bei Love Machine, schwierig. Ja. Aber da haben wir ein Stück gefunden, welches er im Original am Schlagzeug spielt. Das spielen wir heute Abend auch. Ja, er konnte leider nicht. Aber wir können das auch so machen. Auch wieder was zum Mitsingen und vielleicht einen Klatschmarsch. Was man sich nur vorstellen kann.